Bundesliga-Fußballzeit im Weserstadion. Die Saison steuert auf ein grande Finale hinaus. Gegen Schalke 04 sollte eine Vorentscheidung um den dritten Tabellenplatz gefällt werden. In den Businesslogen unter den zahlreichen Zuschauern das junge deutsche Tischtennis-Nationalteam. Denn im Bremer AWD-Dom sollte tags darauf die Mannschaftsweltmeisterschaft eröffnet werden. Ja, Timo Boll, die ersten 45 Minuten sind vorbei. Sind Sie eigentlich Fußballfan? Ja, ich bin eigentlich Dortmund-Fan, aber das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass ich heute für Werder bin, gegen Schalke natürlich. Und deshalb bin ich ein bisschen traurig, dass es noch 0-0 steht, aber ich glaube schon, dass die Werderaner heute gewinnen. Die sind schon ganz schön am Drücken. Das kann natürlich alles noch kommen. 0-0 ist alles offen, ein sehr aggressives Spiel, ne? Ja, doch. Beide Mannschaften gehen ziemlich aggressiv ran. Für Schalke, glaube ich, die letzte Chance, noch die Champions League zu erreichen. Und Werder kann auch noch Zweiter werden. Also ist schon ein heißes Spiel. Zweiter ist Timo Boll auch in der Weltrangliste. Der Ausnahmeathlet aus dem Hessenland gilt als sicherer Punktesammler. Auch ein Handicap? Ja, klar macht man sich auch selbst ein bisschen Druck. Im eigenen Land will man natürlich gut spielen und man will natürlich Tischtennis auch ein Stück nach vorne bringen, einen kleinen Boom vielleicht auslösen. Und das ist nur mit einer Top-Leistung hier möglich. Und deshalb macht man sich selbst viel Druck, von außen kommt viel Druck, aber wir wissen auch ganz genau, dass es viele gute Mannschaften gibt, gegen die wir verlieren können. Und jeder spricht schon von dem Finale China-Deutschland, aber so weit sind wir noch lange nicht. Kann aber kommen. Das wäre natürlich der Traum von vielen und von uns Spielern natürlich auch. Bastian Steger während der Übungseinheiten noch vor leeren Rängen im AWD-Dom mit Altmeister Jörg Großkopf. Ja gut, bei uns fängt morgen die Weltmeisterschaft an mit der Mannschaft und wir gucken eigentlich alle ganz gerne Fußball und wir hatten eine Einladung hier vom SV Werder und haben natürlich gerne angenommen. Wir haben jetzt heute Morgen schon trainiert, wir hatten gestern zweimal Training hier in der Halle gehabt und wir spielen morgen Abend, deshalb können wir morgen früh nochmal trainieren und es einfach ein bisschen den Kopf frei bekommen und ein bisschen jetzt auch mal eine andere Sportart angucken und das macht schon Spaß. Auf dem Sprung nach ganz vorn der 20-jährige Shootingstar Christian Süß aus dem Westfalenland. Ich setz mich mal zu ihm. Ach du Scheiße. Mit dem. Christian Süß, die ersten 45 Minuten sind vorbei. Werder Schalke. Ich höre gerade, Sie sind Schalke-Fan? Ja, ich bin Schalker und ein bisschen Glück haben wir gehabt, dass die Null hinten noch steht, das muss ich zugeben. Was erwarten Sie von den zweiten 45? Ja, ich hoffe, dass er endlich mal einen zweiten Stürmer bringt mit Sören Larsen und dann ist Kevin Kurani vielleicht vorne auch nicht mehr so auf sich alleine gestellt und dann kann man sich mehr Torchancen herausarbeiten. So ist es schwer. Kevin alleine da vorne steht natürlich da alleine ziemlich doof rum. Ja, haben Sie besonderen Bezug zum Fußball? Spielen Sie selber oder haben Sie mal gespielt? Nee, ich habe selber nie gespielt, aber ich bin seit klein auf Schalke-Fan. Mein Vater war selbst Bergmann gewesen und daher bin ich früh zum FC Schalke gegangen und seitdem immer dem Verein verbunden. Das junge deutsche Team macht sich bei der Weltmeisterschaft in Bremen große Hoffnung. Das Motto wurde ausgegeben bei der Eröffnungsfeier. Wer Mut hat, hat auch Glück. Jeder hat es in der Hand, welchen Weg das Schicksal nimmt. Aufstieg oder Untergang, das wird von jedem selbst bestimmt. Wer was?